ich fahre meinen Start immer, ja, ich würde sagen, anders als alle anderen. Ich stehe meistens immer ein Stück draußen. Und dass ich halt, wenn ich ein bisschen früher zucke, dass ich nicht gleich im Startschuh drin lande oder einen Fehlstart dann hervorrufe. Und ich denke schon, dass es für mich halt eine Stärke halt auch ist, dass ich den halt immer gut erwische. Ja, ich würde sagen, ich bin dem Koala-Bär sehr ähnlich, was Schlaf anbelangt, dass ich halt um die 18 Stunden nachmittags oder tagsüber nochmal schlafen kann. Am besten nach dem Frühstück nochmal eine Stunde hinlegen, nach den Einheiten Stunde bis zwei, na, vielleicht auch manchmal drei Stunden. Also ich brauche das schon für die Regeneration. Wenn ich keinen Schlaf kriege, habe ich auch sehr schlechte Laune. Wenn ich an den ersten Sabaudia-Lehrgang denke, habe ich mich noch nicht in Rio gesehen. Da saß ich heulend vor Lars und wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte, weil ich vom Trainingsrückstand so weit zurück war. Und das ist schon cool, wenn ich jetzt weiß, dass ich in Rio dabei bin. So international wissen wir ja jetzt schon, wie das abläuft, aber ich denke, die Olympischen Spiele ist schon nochmal eine andere Hausnummer.